ein sehr schönes Gesamtbild hat, ein sehr vorteilhaftes Auftreten, ganz gut konstruiert, ist eben auch noch in einem Alter, wo die Fohlen sich doch so in einem Licht darstellen können. Bei der Schulter wünscht man sich vielleicht etwas, das Ganze etwas mehr schräger. Schulter ist relativ steil, aber es wohl kompensiert das ganz gut, wie das einfach in der Natur ist, dass eben da, wo man nicht so ganz hundertprozentig ist, dass das dann immer wieder schön ausgeglichen wird. Viel Harmonie im Körper mit guter Bemuskelung. Das Fundament passend zum Fohlen, ohne große Verstellung. Sehr schön auf der Schnur das Ganze. Im Bewegungsablauf. Das Fohlen mit einem Tag bisschen mit der Tendenz auf die Vorhand zu gehen, obwohl es ja eigentlich bergauf konstruiert ist. Und Fohlen gab sich sehr viel Mühe, hat alles, denke ich mal, was es im Moment zeigen kann, hier heute gezeigt. Und ein Blick nochmal auf die schöne Mutter. Die Mutter gefällt uns besonders gut. Und es sind hier viele Stuten, die ein interessantes Pedigree haben. Das gilt auch für die vorgehende Stute. Wenn Sie nochmal das in Erinnerung rufen, das sind auch der Araber drin. Hier haben wir Finn DN drin im Pedigree, der ja seinerzeit mein Sieghengst war. Ich glaube, der einzige Halbblüter, der in unserer Landhistorie jetzt im Westen hier mal als Halbblüter den Siegerhengst spielen durfte. Und hier so eine richtig schön aufgeteilte Mutterstute, so wie wir sie gerne sehen und die dann eben auch dem Züchter Erfolg verspricht. Dankeschön.